Hi, willkommen hier zu einem neuen Video bei Rottweiler Elsa. Mein Name ist Charlie und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Elsa ist am Start, Iggy hinter der Kamera und wir zeigen euch heute ein bisschen von unserer Unterordnung und wie wir zur Unterordnung gekommen sind und das Fußlaufen begonnen haben. Dazu zeige ich euch ein bisschen was heute, wie wir das Ganze aufgebaut haben, nehme euch da bestmöglich mit und ja, wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir sehen uns direkt nach dem Intro. So, willkommen zurück. Wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das Futtertreiben aufgebaut haben. Ich habe schon Leckerchen in der Hand und wie ihr seht, ist die Elsa da ziemlich motiviert, das zu bekommen. Ihr braucht also einen motivierten Hund, der am besten hungrig ist und noch nicht gegessen hat für den Tag. Dann hat er Hunger und richtig Bock, was zu arbeiten oder nach dem Leckerchen, was ihr in der Hand habt, ja, dafür zu arbeiten quasi. Wenn ihr das habt, stimmen wir uns mal ein bisschen ein. Wir haben dafür immer magische Worte, die da lauten. Elsi, wollen wir was arbeiten? Da freut sie sich schon immer. Und dann geht's auch schon los. Also ihr braucht ein paar Futterbrocken, einen motivierten Hund, der Hunger hat. Und dann legen wir los mit dem Futtertreiben. Im ersten Schritt geht es also darum, dass wir uns eine solide Basis aufbauen, indem wir den Hund die ganze Zeit an der Futterhand haben. Das zeige ich euch also jetzt. Also, ihr habt hier einen Futterbrocken in der Hand, den ihr hier hinhaltet. Dann beginnen wir die ersten Schritte immer im Rückwärts. Das ist für den Hund etwas einladender. Und er sollte permanent hier mit der Hand an der Futterhand bleiben. Ich mache das nochmal. Also wir gehen rückwärts, das ist für den Hund etwas einladender. Dann drehen wir uns um und gehen vorwärts. Sehr gut, Elsa. Also, erste Schritte gehen wir zurück. Dann nehmen wir den Hund vor und können damit einfach mal ein bisschen rumspielen. Wir gehen immer rückwärts, drehen uns um. Der Hund bleibt an der Futterhand. Die Elsa ist jetzt in der Grundposition, das heißt, sie sitzt neben mir. Daraus gehen wir dann wieder an, die ersten Schritte. Sehr gut, super. Elsa, wo bist du mit deiner Nase? Genau, deswegen war das gerade nicht so gut. Gehe ich nochmal rückwärts und ins Vorwärts. Meine Hand ist immer ungefähr auf meiner Hüfthöhe. Und wenn ich merke, jetzt ist sie weg, gehe ich nochmal zurück. Und wenn ich merke, sie drückt richtig in meine Hand rein, ja! Richtig in die Hand rein, dann gebe ich das Futterstück frei. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen einen motivierten Hund, der wirklich gut an der Futterhand ist. Ja, super, super. Ja, genau. Auch, dass sie mich hier anspringt, ist für mich vollkommen in Ordnung, weil sie mir zeigt, dass sie Lust hat und motiviert ist. Jawohl. Super. Wir können auch immer schön motivierende Worte mit reinnehmen. Das motiviert den Hund auch noch etwas mehr. Also wir wollen dem Hund zeigen, Fußlaufen ist das Beste und das Tollste auf Erden. Jetzt hat sie gerade richtig schön in meine Hand reingedrückt. Super. Klasse. Super gut. Ja, super. Immer wenn ich also ein Futterstück freigebe, sage ich das mit dem Ja. Oder man nutzt halt einen Klicker quasi als Markermoment, dass etwas richtig war. Sie ist auch die ganze Zeit bei mir mit ihrer Aufmerksamkeit, weil sie wirklich Bock hat, was zu machen. Und das wollen wir natürlich haben. Wir wollen, der gerne mit uns arbeiten, aber für den das wirklich der Himmel auf Erden ist. Ja! Gut. Ich laufe jetzt die ganze Zeit ein bisschen zu langsam tatsächlich. Ich mal ein bisschen schneller, sodass der Hund jetzt schön die Beine dabei schmeißt. Jawohl! Ja! Gut! Super! Ja, klasse! Jawohl! Super! Super! Ja, klasse! Toll! Jawohl! Super! Super! Gut! Ja, klasse! Also, die ersten Schritte sind hier erstmal den Hund an die Futterhand zu gewöhnen
und dass er hier wirklich einen ordentlichen Druck drauf spürt. Ja, gut. Wir können auch mal hier mit spielen. Genau. Super, ja. Hinlegen. Super. Super, Elsa. Gut gemacht. Das sind die ersten Schritte, die ihr machen müsst. Wir wollen also den Hund erstmal an die Futterhand gewöhnen und dass das Beste auf Erden ist, dass er an der Futterhand läuft. Mehr ist es für den Anfang gar nicht. Wir machen noch keinen Sitz, wir machen noch keinen Platz, sondern nur, wir wollen uns einen Druck auf die Hand erarbeiten, auf die Futterhand. Macht es auch gar nicht zu lange. Ich würde sagen, wenn der Hund das 3, 4, 5 Mal gut gemacht hat, lasst ihr das dabei stehen, hört auf und gönnt euch und dem Hund eine Pause. Ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachtrainieren und Nachmachen. Gebt uns gerne Feedback und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr Fragen habt, auch immer her damit. Wir sehen uns in Teil 2, dann gehen wir ein Stück weiter, üben also den nächsten Punkt. Und ja, bis dahin, macht's gut!